Allerdings gewusst hätte darum, die Rebellion schon im Vorhinein zu diffamieren. Die Geschehnisse am 1. Mai der letzten Jahre werden genutzt, um polemische Forderungen nach höheren Strafen und härterem Durchgreifen zu rechtfertigen. So wurde eine gesellschaftliche Ächtung linker Gewalt gefordert und linke Aktivisten mit Rechtsradikalen gleichgesetzt. Die Gewerkschaft der Polizei forderte ein Demoverbot für die 18-Uhr-Demo und fantasierte von Toten. Okay.